Übergänge zwischen den Bildungsinstitutionen sind für alle Beteiligten eine Herausforderung. So auch am Übergang von der Kita in die Grundschule. Grund genug für das staatliche Schulamt, Lernen vor Ort und die Software AG Stiftung, eine Fachkonferenz zu gemeinsamen Grundlagen für das Lernen von Kindern durchzuführen. Ja, Bildung ist, wie die, die hier sitzen, auf jeden Fall alle wissen, natürlich der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Frühe Bildung ist die ganz wesentliche Grundlage für alle weiteren Schritte im Bildungsleben. Und die Zusammenarbeit eben von Kita und Grundschule ist ganz wichtig, dass eben nicht an der einen Stelle irgendwas gemacht wird und an der nächsten Stelle kommt dann das gleiche Kind hin und es wird eben irgendwas sozusagen anderes gemacht. Da darf es keine Reibungsverluste sozusagen geben, da muss für das Kind sich der Bildungsweg, das wie es durchläuft, einfach sinnvoll fortsetzen. Wenn es in dem Alter, in dem Sie alle sich pädagogisch einsetzen, nicht gut gelaufen ist, dann hat das alles später, also wenn überhaupt, aber längst nicht den Effekt, den man sich erhofft, erwünscht. Also man kam da wieder drauf, dass Sie an der wichtigsten Stelle tätig sind, die für eine gesamte Biografie, eine Erwerbslebens-, eine Bildungsbiografie eben die entscheidenden Weichen stellt. Dass Sie am Samstag hierher gekommen sind und darf Ihnen versprechen, dass das wirklich eine spannende Veranstaltung wird. Nämlich wir versuchen ja sowohl theoretische Bereiche aus der Hirnforschung, aus der Psychoanalyse mit dem, was praktisch auch läuft, auch praktisch in Offenbach läuft, zu verbinden. Von daher bin ich auch ganz gespannt auf die Videovorführung von Herrn Zwiebenner und natürlich auch das, was Jens Mengler, der übrigens da ist, ich habe ihn gesehen, ja, zu erzählen hat. Und da werden auch die Praxisbezüge, die in Offenbacher Schulen bereits Wirklichkeit sind, einfließen. Und das, was zum Schluss der Herr Dattler über den Zusammenhang von Entwicklung und Emotionalität zu sagen hat, das ist sicherlich auch eines der Highlights des heutigen Tages. Professor Manfred Spitzer erläuterte, wie man die Bildungsentwicklung von Kindern unterstützen kann. Hierzu wählte er das Bild eines paradoxen Schuhkartons. Das bedeutet, je voller das Gehirn, desto mehr passe noch hinein. Wie kann eine Sprachförderung im Kita-Alltag aussehen? Für Dr. Zwiebenner sind es vor allem die unterschiedlichen Strukturen in den Sprachen, die den Spracherwerb für Kinder mit fremder Muttersprache erschweren. Jens Mengeler beleuchtete das Thema Lernstörungen. Die Ursache für eine Lernstörung müsse erkannt und darauf mit einer Lerntherapie reagiert werden. Eine Grundschule ohne Lernstörungen sei keine Utopie. Wie Gefühle und Affekte die Bildungsentwicklung beeinflussen, stellte Professor Wilfried Dattler dar. Und am Beispiel der Frühförderung illustrierte er, wie wichtig Beziehungen für die individuelle Entwicklung sind. In den Workshops konnten Themen aus den Fachvorträgen vertieft werden. Zusätzlich gab es Workshops zu dem Offenbacher Ganztagsklassenmodell. Die Rückmeldungen der 200 Teilnehmer waren positiv, wie an den Stellwänden zum Tagungsfeedback abzulesen war. Mein persönliches Highlight war der Vortrag von Herrn Spitzer. Die Erkenntnisse darüber, was Kinder wirklich brauchen, welche Fächer die eigentlich wichtigen Fächer sind und warum. Und zu überlegen, wie können wir das in der Praxis umsetzen. Inhaltlich fand ich es hervorragend aufgestellt und auch mit guten Referenten besetzt. Ich fand es sehr gelungen. Es ist immer bereichernd. Die Veranstaltungen der Stadt Offenbach sind sehr hilfreich und unterstützend. Da wird viel getan. Wir versuchen mit den Grundschulen in Zukunft mehr zusammenzuarbeiten. Sehr gut, sehr informativ, sehr konzentrierte Informationen. Auch den Workshop mit Dr. Penner fand ich sehr interessant. Es war sehr anregend, im engeren Kreis zu diskutieren. Es war klar, packend. Vom ersten Moment an bis zum letzten war es super interessant. Es hat mich fasziniert, solche komplexen Vorgänge in einfacher Sprache rüberzubringen, sodass man es nicht nur verstehen konnte, sondern auch Ideen hatte, wie man es umsetzen kann im Schulalltag. Das fand ich sehr entscheidend. Welches Fazit ziehen die Veranstalter? Staatliches Schulamt, Kommune und Stiftung bewerten die Veranstaltung als gewinnbringend.
Sie werden weiterhin die guten Ansätze aufgreifen und vorantreiben, auch mit der Unterstützung von Lernen vor Ort.